Wir haben uns in der Koalition auf ein Sofortprogramm für die Kranken- und die Altenpflege verständigt. Im Kern geht es vor allem darum, zusätzliche Stellen zu schaffen, jede neue Stelle für die Krankenpflege in den Krankenhäusern zu finanzieren, 13.000 Stellen in der Altenpflege. Wir wollen bessere Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte durch eine vollständige Finanzierung von Tarifsteigerungen, durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, betriebliche Gesundheitsförderung, Entlastung durch Digitalisierung bei der Bürokratie. Und wir wollen die Zahl der Ausbildungsplätze erhöhen und diejenigen belohnen, anreizen, die bereit sind, stärker auch auszubilden als bisher. Das ist eine erste wichtige Maßnahme, um die Vertrauenskrise in der Pflege zu überwinden. Wir spüren, denke ich, alle, dass die Frage, ob Politik tatsächlich verstanden hat, was in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den alten Einrichtungen los ist, wie groß die Arbeitsverdichtung geworden ist in den letzten Jahren, ob das wirklich angekommen ist. Und dieses Sofortprogramm soll die klare Botschaft senden: Ja, es ist verstanden, wir wollen gegensteuern. Und das ist ein erster wichtiger Baustein. Und jetzt geht es darum, auch weiter die Arbeitsbedingungen zu verbessern, um diese Stellen dann auch nach und nach besetzen zu können und es noch attraktiver zu machen, in diesen eigentlich schönen Beruf der Pflege, des sich Kümmerns um andere Menschen, die Unterstützung brauchen, um das noch attraktiver zu machen.